Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill. Puh, ich habe gerade den Bosskampf hinter mir und bin jetzt echt gespannt, was wir machen sollen. Ich gehe nochmal hier kurz rüber, weil ich nur mal wissen will, ob er dazu noch was sagt oder... Ich gehe mal hier hoch, denn wir sollen, glaube ich, auch hoch. Ich höre eine Kirchenglocke, vielleicht... Wer läutet die Glocke? Aha. Okay, wir sollen in die Balkan Church. Dann gehen wir da mal hin. Bin ich nicht hier dann sogar auf dem Grundstockwerk, wo ich eh rauskomme? Ich glaube nämlich schon. Dann gehen wir nämlich mal nach links. Ist nicht mehr abgeschlossen, das ist schön. Bin ich richtig? Ich glaube, hier komme ich doch raus, oder? Oh, draußen rieselt's wieder. Irgendwie, aber ich muss durch die Lobby, ich muss eigentlich auf die andere Seite, oder? Ja, nicht mehr abgeschlossen, das ist gut. Okay. Haben wir dann die Schule hinter uns? Oder was? Oder wie, oder wer, oder was? Ich glaube schon. Da sind wir wieder draußen. Hurra, wir haben die Schule geschafft. Wir waren in der Midwich School und jetzt sollen wir zur Balkan-Dingsbums. Ich würde sagen, ich laufe hier einfach mal los und will gar nicht wissen, was hier jetzt wieder alles für Monster kommen, ganz ehrlich. Denn als wir hierher gelaufen sind, waren hier überall Hunde und Flugmonster. Und ich kann mir gar nicht anders vorstellen, dass es jetzt so anders läuft. Bin ich richtig? Bin ich richtig? So schwer ist das doch nicht. Ja. Okay. Aber hier ist die Straße zu. Das war ja klar. Na? Abgesperrt. Oh, man sieht da. Ups. Irgendwie bin ich ein bisschen verquer gelaufen. Na, wo seid ihr Monsties? Wir sind doch sonst immer da. Hier ist auch zu. Na, klasse. Und hier auch. Ja, die Straßen sind alle wie immer Schrott. Wir werden automatisch natürlich auf die gefährlichen Straßen geführt. Logischerweise. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann müsste da doch zu sein, oder? Hier geht's doch gar nicht weiter. Oder doch? Oder doch? Oh, da kommen sie wieder. Da kommen sie, da kommen sie. Ich weiß nur nicht, ob ich da hinten auch rauskomme wieder. Oh, ich habe ja noch meine Schrotflinte ausgerüstet. Die ist mir eigentlich gerade zu schade. Nehmen wir mal wieder die hier. Oh, geht aber wesentlich schneller, muss ich sagen. Huch, was wurde mir hier angezeigt? Was ist denn hier? Ah. Ta-ta-ta-ta. Und so kommt man auch weiter. Durch Zufall gefunden hier den Weg. Und wie komme ich hier weiter raus? Kann ich jetzt hier irgendwie... Oh, ich muss mal das Steuerkreuz benutzen, echt. Mit Joystick hier, das geht nicht immer gut. Ja, da komme ich her, aber wozu? Irgendwie muss ich doch hier umklettern können. Oder eine andere Tür, oder... Was weiß ich, kannst du da nicht einfach rüber über den Zaun? Mensch, Harry. Ah, hab den Schlüssel von Kay Gordon verwendet. Ach so. Ah. Oh, ah, I, O, M. Cool. Sag das doch. Wo er auf einmal auch den Schlüssel her hat, oder? Also ich meine, plötzlich liegt da vor seiner Nase der richtige Schlüssel zu dem Haus. Der Kühlschrank ist leer. Und natürlich, ja. Ja, endlich können wir hier speichern. Das finde ich ja super, super, super. Dann mache ich das natürlich auch mal. Und...
Moment, bin ich hier ganz oben? Ja, wir speichern hier einfach mal. Ist okay. Gordon. Okay, alles klar. Gordon, Gordon, Gordon. Ich überlege gerade, ob ich damit irgendwas von Silent Hill auch verbinde. Aber selbst wenn, könnte ich darüber jetzt nicht sprechen. Ich erinnere mich aber nicht. So, das Schloss klemmt. Gespeichert haben wir. Dann geh mal raus. So, bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Jawohl, dann geht's jetzt hier raus und nach rechts, glaube ich. Glaube ich. Damit wir da hinten geradeaus können. Oder nach links. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Aber die Straße ist Schrott. Alles klar. Thema erledigt. Geht natürlich nicht. Ach, das war die andere Seite. Ach so, ich bin falsch gelaufen. Ja, dann habe ich vielleicht ja noch Glück. Gott, ich bin so vor. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Bin ich richtig? Ja, geradeaus. Das Kirchenläuten hat übrigens aufgehört. Das finde ich irgendwie komisch. Laufen wir ein bisschen hier an der Straße, am Weg in. Och nö. Och nö. Wie kann das denn sein? Dann muss ich da vorne irgendwie rechts rein. Irgendwo geht's hier rein. Also in diesen Shop hier jedenfalls nicht. Da vielleicht? Nein. Flugmonster is coming. Komm her, du Scheißvieh. Jetzt habe ich schon 3 Schuss oder so an dich vergeudet. Jetzt kannst du auch wiederkommen. Hallo? Komm her jetzt. Vor allem dann verballert man da und dann fliegen die doch wieder weg. Und er denkt sich, oh nein, der kann ja schießen. Nein, dann fliege ich wieder schnell weg. Ja, es war so klar. Beknackt, echt. Ja? Kommst du wieder? Komm. Ja, komm. Immer dasselbe Theater hier auf den Straßen von Silent Hill. Das geht ja gar nicht. Schnell weg. La la la. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, da vorne ist es ja schon. Cool. Müsste da vorne, müsste das recht sein? Bin ich jetzt hier? Ja, ich bin hier bei der Kirche. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und weg ist er wieder. Jedenfalls sind wir hier bei der Kirche und ich weiß gerade nicht, wo der Eingang ist. Och, Vieh, Vieh, du nervst. Das gibt's nicht, echt. Wo bist du denn? Ich sterbe bestimmt hier gleich, ohne es zu merken. Nö, es geht so gerade am Limit noch. Ja? Ja? Gibt es auch noch eine Chance für mich oder nicht? Nee. So, dann gehen wir mal hier rein. Ta-ta-ta, geschafft.
Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Okay, das war ja merkwürdig. Wer ist die Frau? Was labert die da? Okay, wir nehmen einfach mal das mit. Das ist ein Kerzenständer, nichts Besonderes. Nee, das nicht. Aber das Tonikum ist für uns was Besonderes. Es hilft uns nämlich in schwierigen Situationen. So, das ist ein Bild an der Wand. Nichts Besonderes. Was haben wir denn hier liegen? Das ist ein Flauros. Mitnehmen? Ja. Und? Noch etwas Wichtiges. Ein Zugbrückenschlüssel. Ja, den nehmen wir auch mit. Was ist das hier? Ist das auch noch was zu mitnehmen, oder... Ist das hier vom Pult irgendwie, da ja alles immer so pixelig ist, habe ich keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Okay. Und sie ist jetzt einfach verschwunden, oder was? Mhm. Mhm. Sie ist da durchgegangen. Ach, wir können hier speichern. Natürlich tue ich das. Wunderbar. Erledigt. Das ist ein Sammelkasten, nichts drinne. Liegt hier irgendwas an Informationen noch? Diese Zeitung oder so? Sieht so... Eine Zeitung, nichts Besonderes. Schade, ich dachte, da könnte man vielleicht auch nochmal lesen. Wo sind wir denn hier? Das kann ich nicht angucken, das Schloss klemmt. Okay. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wo komme ich dann hin? Wahrscheinlich wieder auf die Hauptstraße. Kann er noch mal was zu der Tür sagen, wo sie durch ist oder so? Da hinten ist sie doch durch, oder? Ach, das Schloss klemmt. Na dann. Okay. Wir sollen ins Krankenhaus gehen. Yippie, ein Krankenhaus wartet auf uns. So ist das wohl. Da müssen wir dahin. Fragt mich aber nicht wie. Gut, dass wir immer noch unsere Karte haben. Eingekreiselt ist das in der Reloy Street. Da wir die Zugbrücke jetzt irgendwie benutzen können, glaube ich, müssen wir jetzt mal nach rechts uns halten. Ich versuch's einfach mal. Mal geradeaus. Das war klar. Und natürlich wieder ein Flugvieh, ne? Nee, es war ein Hund. Vom Hund können wir noch weglaufen. Oh je, mene, oh je, mene, oh je, mene. Was kommt da bloß auf den armen Harry noch zu? Er will doch nur seine Tochter wieder haben. Hier ist diese Brücke. Ich laufe hier aber gerade irgendwie... Ja. Können wir hier jetzt was machen? Da ist so ein Häuschen. Da gehen wir doch mal hin. Da gehe ich jetzt mal rein. Kann ich hier durch? Nö. Was steht da auf dem Schild? Steuerraum der Orange-Brücke oder sowas. Dann gehen wir da mal hin. Ah, und hier kann ich auch noch mal speichern. Was habe ich hier?
eine Karte des Einkaufsviertels. Ich weiß nicht, warum das hier unten immer so verschreddert aussieht. Die Schrift liegt bestimmt an der 16:9 Anstellung. Ja, wir nehmen die Karte natürlich mit. Die brauchen wir auch wahrscheinlich. Sonst ohne Karte bin ich ja sowieso mal total aufgeschmissen. Und ein Tonikum. Jawohl, sehr schön. Ach, ich habe überhaupt nichts dagegen, öfters speichern zu dürfen. Gar kein Problem. Mache ich doch gerne. Komm mal hier um die Ecke wieder. Dann machen wir das direkt mal. Nee, nimm mal den da drunter. Obwohl, nö, wir nehmen mal den. So, dann ist er überschrieben. Aber ich konnte jetzt hier gar nichts bedienen oder so, ne? Dafür war das jetzt hier nicht da? Anscheinend nicht. Dann wieder raus mit dir. Ich muss die doch irgendwie runterlassen können. Da ging's nicht durch? Nein. War da ein Hebel und den habe ich noch nicht gesehen oder ist der hier? Das macht man doch auch von diesem Häuschen eigentlich aus, oder? Macht man das hier? Ich habe keine Ahnung. Wie man das... Ich will ja nicht die Schranke runterlassen. Hier unten geht auch so noch... Achso. Was kann ich denn hier machen und warum ist es hier so unheimlich? Kann ich hier nicht irgendwie mal Licht machen? Das ist ein Bohrhammer. Es gibt kein Benzin, ich kann das Gerät nicht verwenden. Aha. Ja, aber irgendwie, was muss ich doch machen können? Muss ich jetzt Benzin finden, oder? Bin gerade ein bisschen verplant. Ist hier irgendwas unten? Kann ich hier durch die Klappe? Ich stehe hier irgendwie auf irgendwas. Guck mal hier, Harry, direkt unter dir. Geht nicht? 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 Ich möchte darüber. Wie komme ich darüber? Gibt's hier oben Benzin? Hab ich das übersehen? Vielleicht reagiert auch jetzt erst drauf, weil wir das da unten erst jetzt gesehen haben, dass es braucht. Ach, hier ist doch die Steuerzentrale, aber die hat er gerade eben nicht benutzt. Macht er das denn? Ein Schlüsselloch in der Bedientafel. Kannst du das nicht einsetzen? Wir haben doch so einen Schlüssel bekommen. Jawohl. Die Maschine läuft. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Die Brücke wird runtergelassen. Toll. Okay. Ja, 18 Minuten. Gut, dann... Ich speichere hier einfach mal. Und... Gehe raus. Weiß aber, dass ich sowieso gleich... Dann mache ich den Part ein bisschen länger. Oh Gott, was ist denn das für eine Horrormusik hier jetzt auf einmal? Hallo? Leute, ich habe ein bisschen Angst. Was soll denn die Horrormusik? Wo bin ich? Okay, das ist unsere neue Karte und wir wollen uns rechts halten. Alles klar. Hier können wir auch runter. Ich mach das mal. Oh. Schön. Pistolenpatron. Sag mal, was ist denn nur los hier? Echt kaum betreten wir hier so ein anderes Gebiet. Geht's hier voll ab. Bam, bam, bam. Ich laufe hier einfach mal rechts entlang. In der Hoffnung, dass ich richtig bin. Da war ein Café oder sowas. Habe ich das richtig gesehen? Und wir laufen eigentlich relativ richtig. Mhm.
Ja, war klar. Euch kenne ich schon. Euch Scheißviecher. Er kommt. Er kommt. An dem komme ich nicht vorbei. Nee, das ist nicht klar. Oh, Mann. Ich hasse das so, dass ich nichts sehen kann. Wieder nicht. Komm her. Blödes Vieh. Okay, kann ich hier irgendwie durch? Sieht irgendwie schon wieder so aus. Er kommt doch eh jetzt wieder, oder? Bin ich hier überhaupt? Ach, ich muss da vorne rüber. Ich bin irgendwie zu weit gelaufen oder so. Ja. Ja. Auftreten. Aus die Maus. Kein Bock mehr auf dich. Blödes Vieh. So. Ich müsste doch hier eigentlich irgendwie direkt um die Ecke stehen von dem Ding. Ja, da ist es schon. Da ist unser Hospital. Ja. Ein wunderschöner Empfang. Hier beim Krankenhaus. Das, so wird man doch gerne begrüßt, wenn man um Hilfe eilt und verletzt ist. Und so, so wünschen wir uns das auch. Genau. Und ich höre gerade einen Krankenwagen draußen an, bei den Straßen. Sehr schön, sehr schön. So, wir sind drinne. Oh oh. Was war das? Ich weiß es nicht. Holen wir mal erstmal eine Karte oder so. Was liegt hier? Ach, ein Speicherort. Ich würde gerne mal hier auf die andere Seite. Oder auch nicht. Oder ich weiß nicht. Wie geht's mir? Irgendwie geht's mir nicht gut, ne? Mir geht's irgendwie nicht so gut. So, jetzt geht's mir besser. Es hat nämlich die ganze Zeit so vibriert. Hallo, Leute. Mein Name ist Harry Mason. Ich suche nach meiner Tochter. Hier ist alles voll verrückt. Ich habe keine Landkarte von diesem Ort. Die müsste man doch aber eigentlich hier finden, dachte ich. Oder auch nicht. Gut, Leute, es sind 23 Minuten. Ich denke, ich habe die Zeit weggesabbelt und dann fangen wir direkt hier im Krankenhaus an. Und ich speichere mal ab. Wunderbar. Wir haben es geschafft. An der Rezeption, keiner da, der uns empfängt. Die Karte hängt da auf der anderen Seite. Ich komme nur gerade nicht ran. Ich gehe dann mal in den Raum als erstes rein hier um die Ecke. Und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.